Willkommen zurück bei einer weiteren Mission mit euren HD Blacker. Und ja, heute nehmen wir hier mal die Mission 62. Auf Wunsch habe ich die schon mal eher hochgeladen als die anderen zuvor, also bitte nicht wundern. Und ja, hier zeige ich euch, wie man hier wieder die 5 Sterne natürlich bekommt. Natürlich kommt hier jetzt erstmal noch ein kleines Video. Ein kleiner Clip. Das ist immer so bei den Kreisen. Bei den Kreismissionen nennt man die auch. Ich weiß nicht, ob man sie wirklich genauso nennt. Ich nenne es einfach mal so. So, Mission Start. Man sollte hier mit dem Jokobo unterwegs sein, damit man hier den Gipfel hochkommt. Und da oben haben wir auch schon die Gegner. Da gehen wir dann runter und ich zeige euch hier noch gleich kurz die Paradigmen. Vorher haben wir noch das Subseiten rein. Und ja, wie gesagt, hier dreimal Commander, Manipulator, Verheerer und dreimal Verteidiger und dreimal Heiler. Obwohl wir das Heiler nur einmal nutzen oder so. Also am Anfang haben wir hier dreimal die Argumente. Im Prinzip wollte ich hier nur das Walter bauen, buffen. Dann habe ich noch das Courage gebufft. Das ist eigentlich überflüssig, das brauchen wir noch nicht. Dann bin ich hier ab und zu auf Tresor gegangen, wenn die Angriffe kamen. Ich habe es nicht immer gemacht, man kann es immer machen. Sollte man vielleicht auch tun, ich habe es hier nicht immer gemacht. Ich war hier ein bisschen riskant, sagen wir es mal so. So, danach tun wir hier auf Manipulator switchen und auf die zweimal Verheerer. Die zwei Verheerer tun den Buff, den Balken nach oben pushen. Und der Verheerer sorgt dafür, dass erstmal Gemach draufkommt auf den beiden Dingern. Denn sonst könnte es irgendwie ein bisschen nervig werden. Und vielleicht ein bisschen knapp für die 5 Sterne. So, wieder hochheilen hier ab und zu. Eigentlich soll man dazu Mega wieder nutzen. Ich habe hier trotzdem ab und zu mal das Heilen einmal oder zweimal habe ich es verwendet. Ich weiß es nicht so genau. Dann wieder auf eiserne Kaskade, um hier wieder Gemach drauf zu machen. Denn das ist hier, wie gesagt, eigentlich ganz wichtig. Und sobald wir das drauf haben, versuchen wir jetzt hier den ersten natürlich in den Modus zu bekommen, dass er dann in den Schockmodus kommt. Man sollte darauf aufpassen, weil das wechselt immer gerne das Target wegen den Buffs. Deswegen sollte man immer das Target switchen, wenn man die gleiche Variante macht wie ich. Und probiert jetzt hier, wie gesagt, den ersten, den Balken nach oben zu pushen, damit wir schon mal einlos sind. Dann sollte hier, wie gesagt, zwischendurch das Target wechseln, also das auf den wir angreifen wollen. So, haben wir den hier im Schockmodus, gehen wir hier wieder auf Blitzschlag und schlagen auf ihn ein. Und der fällt hier dann relativ flott um. Natürlich bin ich hier voll Equipment und so, das sollte man vielleicht auch für die Mission sein. Es geht auch, man muss zwar nicht ganz voll Equipment sein, aber man sollte das Paradigma wenigstens schon mal voll haben, denn sonst könnte es schwer werden. So, da haben wir hier schon den ersten Down. Ich wechsle hier doch nochmal schnell auf Heiler, heil hier nochmal ganz kurz hoch. Und geht dann hier wieder auf eiserne Kaskade, um hier wieder den Balken nach oben zu pushen. Hier ist das Gemach wieder weg, deswegen versuche ich das hier die ganze Zeit jetzt wieder drauf zu bekommen. War allerdings ein bisschen faul zu klicken, habe deswegen noch Pain mit dem Ball mitgemacht. Und jetzt kommen wir hier nur noch Gemach und ja, wir haben hier ein kleines bisschen Pech, hier kommt das nicht direkt gleich drauf. Ich glaube erst im Schockmodus oder so kriegen wir das dann drauf, das Gemach. Aber ist auch nicht so schlimm. Oder haben wir das überhaupt im Schockmodus drauf? Schauen wir mal. Nein? Doch, wir haben es drauf. Okay. Also, dann gehen wir hier auf Sturmkommando und können hier dann uns um den kümmern. Ich war hier ein bisschen riskant. Man sollte jetzt ab jetzt eigentlich Mecha wieder nutzen oder so, wenn man so low ist wie ich. Allerdings habe ich darauf verzichtet, weil ich ein bisschen riskant war. Ein bisschen übermütig, so wie ich das halt immer bin. Und ja, ich bin ja kurz auf Verteidiger geswitcht, weil ich mich Angst hatte, dass ich dann hier gleich sterbe. Ab dem Moment hätte ich eigentlich wieder umswitchen können, aber ich habe es immer trotzdem noch nicht getan. Und ja, genau. Dann können wir hier weiter auf ihn drauf einhacken. Hier war ich wieder sehr riskant, hat man gar nicht auf Fallen gedacht oder auf Verteidiger gedacht. Und trotzdem haben wir jetzt ihn hier geschafft. Hier haben wir die 5 Sterne erreicht und 50k KP, 100.000 wären es mit Doppel-Ei. Und ich bedanke mich hier wieder fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Mission.